Willkommen zurück zu Sona, die kleine freie Nacht. Immer noch im Bordell. Ich meine natürlich im Badehaus, der Golden Cat. Ach, herrje. Wieso unterläuft mir immer wieder dieser Fehler? Du musst nur essen. Gut, 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 gut. Das ist wiederum nicht gut, dass die so nah beieinander stehen. Vielleicht dann erstmal die anderen Wachen ausschalten, bevor wir zu den beiden Turteltäubchen da vorne kommen. Turteltäubchen, Turteltäubchen. Oder zu dem kleinen Turteltäubchen, was eigentlich ein Nymphensittich ist, das direkt neben mir sitzt. Sorry, Tien, du kannst gerade nicht zu mir, ne? Ja, Teenie. Mein persönlicher Hater. Immer wenn eine Aufnahme startet, möchte die direkt angekrichelt kommen und, hey, Chico, machst du schon wieder Aufnahme? Was soll denn das? Böse. Bist du hier leid? Ja, ich finde dich schon noch. Unmöglich! Ja, unmöglich! Ich weiß, dass du hier bist. Unmöglich! Konnte ich nur! Ich glaube, Chick muss sich erstmal wieder an die Sonne gewöhnen. Ich habe in der letzten Zeit so oft mit einer gewissen Fledermaus gespielt. Ja, Fledermäuse sind toll! Wo kannst du nicht auch eine Fledermaus werden? Nein, kann er nicht. Oh. Kannst du wenigstens so gut schleichen, Garrett? Nein, auch nicht. Kannst du überhaupt irgendwas? Ja, ich kann mich teleportieren. So, wo war der andere Kerl? Wo war der andere Kerl? Ich werde dich finden und... Nicht aufschlitzen, denn wir sind friedvolle Menschen. Friedvoll. Wenn du wirklich so friedvoll bist, Chicken, wieso hast du dann Worte im Mund wie aufschlitzen? Naja, also... Ne? Ja, beste Erklärung ever. Diese fragen wir lieber mal nicht. Was? Oh nein! Kann mir denn... Nein, niemand kann dir helfen. Sorry! Sorry, but I'm not sorry. Warum sollte ich auch, ne? Na komm, dafür bringe ich dich an einen schönen Ort. Ein schöner Ort. Ein schöner Ort voller Schönheit. Hier in Busch. Büsche sind schön. Ja. Büsche sind schön. Büsche sind schön. Ups. Was war das denn jetzt? Also das mit dem leisen jemanden ausschalten müssen wir noch üben, Corvo. Das müssen wir wirklich üben. Das können andere Leute besser. Ja, jawohl. Ist ja nicht schon so, als hättest du 150 Mal erwähnt. Nein, eigentlich habe ich es nicht 150 Mal erwähnt.
Was ist da gerade schiefgelaufen? Wir werden es nie mehr fahren. Was hat sich Chicken nur dabei gedacht? Hat sie überhaupt gedacht? Kann Chicken überhaupt denken? Die Antwort auf diese Frage ist... Vielleicht. Ja, denken. Wisst ihr, was ich gerade denke? Schokolade! Sie verfolgen mich überall hin, in jedem möglichen denkbaren Spiel und wollen Schokolade! Was hat schon damals... War das 8. oder 9. Klasse? Egal. Klassenfahrt. Klassenfahrten sind böse. Besonders an die Nordsee. Wenn ihr Schokolade dabei habt, lasst es. Geht nicht an die Nordsee, wenn ihr Schokolade dabei habt. Und kommt nicht auf den Gedanken, diese zu essen. Such's dir aus. Von mir aus der Oberaufseher. So betrunken war ich noch nie. Manche meiner Freunde sagen, ich sehe aus wie Lady Boy. Waverly? Das glückliche Flittchen. Fände ich solche Kristalle auf meinem Grund und Boden, würde ich auch Feste feiern. Und mir den Gefallen des Lordregenten erkaufen, statt meine Cousins um Geld anzubetteln. Ich wollte sie nicht verärgern, mein Herr. Warte. Warte. Wenn ich es mir überlege, solltest du dich wie sie anziehen. Ja, ich werde ihr eine Lektion erteilen. Mit Vergnügen, mein Herr. Soll es in weiß oder schwarz sein? Oder rot vielleicht? Lass mich nachdenken. Waverly stand immer auf schwarz. Oder war das Lydia? Lydia! Lydia, mein Zimmermädchen! Was macht die denn hier? Lydia. Ich hatte es schon immer gewusst. Deswegen habe ich sie nicht mehr aufgefunden. Markus, ist jetzt auf dem Balkon raus? Das wäre ja super. Komm doch auf den Balkon raus. Ja. Nö, dann muss ich erstmal eine Zigarre, ein bisschen Musik machen. Soll ich reinkommen? Kann ich von hier aus die Tür aufmachen? Ja. Garrett hätte auch von da hinten die Tür öffnen können. Garrett ist ja so kinetisch begabt. Kuckuck! Hallo? Gute Nacht! Du trägst eine Maske. Sind wir denn hier im Haus der Blüten? Musik aus! Es mag niemand Musik. The Golden Cat. Und definier lesbare Schrift. Entschuldigung, wenn du das lesen willst, mach einfach dein Dings hoch. Ja, Auflösung hochdrehen bringt auch nichts. Hat ich so alles gewollt. Alles gewollt. Alles gewollt. Du noch nicht, du weißt das schon. Kurtisanenschlafsack. Ja, schön für dich. Das ist aber lieb, dass die mir hier extra so Holzbretter oder was auch immer hingepflanzt haben. Hat es nicht so toll gekommen, wie du unter den Tisch kricheln möchte. Eine Flasche. Eine Flasche. sogar mit Strohhalm. Ja, sexy. Wäre der Strohhalm noch ein bisschen länger, könnte sich Corvo einfach die Flasche irgendwo auf den Rücken oder so hinschnallen. Und während er hier durch die Gegend läuft und Untaten verübt. Ne? Einfach mal so ertrinke nebenbei.
Trinken, trinken, trinken. Und ihr zwei habt da immer noch euren Spaß. Ich werde jetzt auch meinen Spaß haben. Ich habe nicht umsonst die Flasche mitgenommen. Hallöchen. Die Tür hat meine Flasche zerdeppert. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? Ja, also mir leid. Letztes Mal, verstanden? Langsam und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren, verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's, dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Also manche Typen haben wirklich eigenartige Fetische. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Ja. Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Ach, wirklich? Tausende gestohlen, jetzt an Geld oder an Ladies? Oh, du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Geld. Ich habe ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Nur Schrott? Du bist ein ganz Böser. Ich glaube, Chick muss dich bestrafen. Konzentrier dich bitte. Entschuldigung, ich wollte mich in meine Rolle einfinden, aber wahrscheinlich ist das hier falsch am Platz. Rache, Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Ach wirklich? Dabei habe ich gerade erst angefangen, Spaß zu haben. Wir sind fertig, habe ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Freilassen? I don't think so. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Die Kombination des Tresors, deines Tresors. Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 879. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Na, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Nicht. Nice. Noch mehr Essen. Ach ja, sind da jetzt zwei unten. Weil er sich darin vergnügt. Das ist wirklich das erste Mal, dass Steam Room im Dampfraum, ja. Danke, Text Label. Die ganzen anderen Male, wo ich das dort durchgespielt habe, war der andere Pendleton-Typ noch nie bei mir im Dampfraum. Aber jetzt auf einmal, wo ich ja pazifistisch durchgehe und niemanden töten will, da ist der im Dampfraum, wo man ihn töten kann. Ja. Wetten. Und was wetten wir, dass er, wenn ich hier den hohen Chaos-Faktor dann später mache, dass er nicht mehr im Dampfraum ist? Keine Ahnung, was willst du denn wetten schicken? Mehr Sold für uns. Auch wenn es mehr wäre, wenn sie nicht für Prostituierte ausgeben würden. Mein Cousin arbeitet in der Mine. Die Sklaven haben sehr tief gegraben. So tief, dass sie reihenweise an Erschöpfung oder giftigen Gasen sterben. Aber das Silber ist fast abgebaut. Was werden sie damit machen? So wie es aussieht, spielen und trinken, bis alles weg ist. Und dann in den Fluss springen. Wow. Best plan ever. Ob der sich wundert, dass plötzlich sein Kollege weg ist? Bestimmt nicht. Ja, warum sollte er sich wundern? Es ist doch Tradition, dass hier Leute verschwinden.
Wir werden ja alle zum Verschwinden bringen. Alle, alle, la, 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 la.